geht ab, meine lieben Freunde, euer Indy hier und herzlich willkommen zum 5. GTA San Andreas Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute gibt es mal eine schöne, gechillte Runde San Andreas. Wir werden heute ein oder zwei Missionen machen. Ich kann die Folge heute leider nicht allzu lange halten, weil ihr wisst ja, heute ist Silvester und ich habe noch einiges zu erledigen. Deshalb dachte ich mir lieber, bringst du lieber ein etwas kürzeres Video anstatt gar keins. Und ja, wie ihr sehen könnt vielleicht, Freunde, war ich beim Friseur gewesen, Haare stehen wieder hier. Ich war heute am letzten Tag ungelogen beim Friseur gewesen, musste da über 90 Minuten warten, Alter. Und dann kam ich endlich dran, hab Glück gehabt, kurz vor Feierabend. Hatte mir dann nochmal die Haare geschnitten und dann habe ich sie nochmal seidig glänzend hinbekommen. Sind zwar etwas kurz geworden, aber passt, denke ich, auch so. Und ja, erstmal an dieser Stelle wollte ich euch allen nochmal hier einen guten Rutsch wünschen. Frohes Neues und wir sehen uns natürlich morgen beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, ich werde das schaffen, Alter, weil ich darf heute nicht zu viel Rille machen. Aber ja, werden wir schon irgendwie hinkriegen, Freunde. Das ist jetzt das letzte Video dieses Jahr auf viel Gaming TV, auf viel FIFA kommt dann natürlich auch noch ein Video. Und ja, würde ich sagen, machen wir heute mal direkt ein oder zwei Missionen. Aber diesmal würde ich sagen, gehen wir statt zu Sweet, gehen wir hier rüber zu Ryder, Alter. Ein bisschen Weed Smoke. Smoke Weed every day. Alles klar, Freunde. So, wir sind auch schon direkt da. Kommt zwischen 12 und 20 Uhr wieder. Ja, leck mir doch die Sackeier, Alter. Muss ich jetzt hier 12 Stunden warten, Alter. Wir haben gerade mal 1 Uhr. Könnt ihr das sehen oben rechts? Egal, dann gehen wir einfach mal zu Big Smoke. Der wohnt ja auch direkt da hinten. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon direkt bei Big Smoke OG Lock. So, mal gucken, was uns hier jetzt erwarten wird für eine Mission OG Lock. Mit CJ, Big Smoke, Ryder. Da ist schon CJ Nelson, Afroflocken Joe. Mit dem war ich gestern unterwegs. Hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Boah, unser sieht aus wie ein Playboy mit seiner Kette und dem Hemd. Der richtige Nelson Afroflocken-Job. Bei dem war ich ja gestern, beziehungsweise mit Nelson war ich da gewesen bei ihm. Und es war einfach richtig chillig gewesen. Habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen? So, jetzt müssen wir auch direkt dahin fahren. Alles klar, da ist ein Punkt auf der Karte markiert. Wir müssen jetzt diesen einen Jeffrey aus dem Knast holen. Ich weiß auch nicht, warum der im Knast ist, keine Ahnung. Don't worry about it. Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loke. Ah, deshalb heißt das so. Oh yeah, he's a real gangster now. Echter Gangster. I see. And what do you do? Anything he can get thrown in jail for his career, joyriding, parking fines or some other bullshit. Ich fahre wie eine Missgeburt. Habt ihr das gerade gesehen? Ich mache nur Unfälle. Ja, Freunde, wie gesagt, habe ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gesagt. Danke für dieses krasse Jahr hier auf viel Gaming TV und auf viel FIFA. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es so im nächsten Jahr weitergehen wird. Ja, ich denke, ich habe mich jetzt oft genug bedankt bei euch. Also ich will auch nicht übertreiben oder so. Es soll ja kein falscher Eindruck sein. Aber es kommt wirklich vom Herzen. Ihr wisst ja, ich sag gerne danke. Mach schon, Mann. Steig ein. Warum soll ich denn einsteigen? Ich habe doch direkt davor gewesen, Mann. Muss ich da mit dem Auto direkt halten? Was ist das denn für ein Gefängnis? Da sieht das aus wie so eine Bibliothek. Okay, ah, das ist das Polizeirevier. Okay, ich habe gedacht, das wäre jetzt hier ein Knast. Aber anscheinend ist es doch kein Knast hier. So. Mal gucken, was hier so abgehen wird. Hey, did that fool go? Look at this fool, man. Führt er dich auf? Geil, ey, was ein Gangster. I know that fool can't be serious. Boah, was ein Gangster, Mann. Wie der schon geht. What's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke. Woo, OG Loke. My bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some Chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff, I thought you was going to, college. Fuck you. Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, why don't you stalls out with that shit to get in the car? Alter, das ist doch so krank. Die kommen aus dem Knast raus und wollen dann direkt den nächsten abknallen, ey. Fahr zu Freddys Haus. Okay, dann müssen wir wohl doch zu Freddy fahren und abknallen, ey. Junge, Junge, Junge. Ja, ich hätte niemals gedacht, Freunde, dass San Andreas so gut bei euch ankommen wird, Mann. Now you a free man and all. Man, I ain't free. I'm gonna roll up and line me up with a job. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that right. Still, ain't so bad. I'ma be a hygiene technician. Coming up in the world, huh? I should have bucked your ass, huh? Den Club, den kenne ich. Das ist doch ein Club hier, oder? Ey, das ist ja jetzt perfekt, Alter. Da machen wir schon Rille, Alter. Das ist doch ein Club gewesen. War das ein Nachtclub? Ja, Mann, das ist der Nachtclub. Rille Party, was geht hier ab, Alter? Scheiße, Alter, hier, El Rille. Alter, CJ, macht ihr Party im Club? Was geht ab? Yeah, yeah, was geht ab?
Alter, ist das geil. Wir sind einfach hier im Nightclub, sind einfach gar keine Tänzer. Ist ja voll leer hier. Und lass mal einen Vibe abschleppen. Ey, Baby, was geht bei dir? Heute schon an Silvester geknallt. Scheiße, also jetzt gehen wir mal direkt raus, machen die Mission weiter hier. Mann, ey. Dann wieder zurück ins Auto und die Jungs hier zu Freddy fahren, zum Freddy. Aber der Typ heißt ja Jeffrey, ne? Vielleicht meinen die den, ja, vielleicht müssen wir einfach nur nach Hause fahren. Labert der für eine Scheiße, Alter. Das ist so ein Möchtegern-Rapper, wie der schon geredet hat und wieder auf mich zugekommen ist. Ich glaube, ich bin ja falsch. Oder Freunde, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn wir dort sind. So! Act this Vagos hood. Man, I don't give a shit. I'm gangster. Oh, du bist Gangster. Come on, let's leave Loke to deal with Casanova. Hey, I'll stick with Jeff. I mean, Loke. Okay, cool. I'll see you guys back on set. Oh Gott, wir sehen uns im Viertel wieder. Das kann ja jetzt was werden, ey. Der will den locker abknallen. Drück auf die Türklingel. So, machen wir jetzt mal direkt. Mit dem coolen OG Lock, Alter. Das ist der beste Gangster-Rapper überhaupt hier. So, Ding Dong. Freddy, I've come for you, you motherfucker. Hey, no, hold up. Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on the outside. I don't need your scrawny ass. Man, ignore him. CJ, I don't know what he talking about. Hey, don't give me back my rhymes, you thief. I'm gangster. You dropped the soap, sugar. Du hast die Seife fallen lassen. Hey, hey, motherfuckers making a run for it. Och nee, Alter, ey, hey, Lo, scheiße. Hey, get back here, nigga, you crazy. Hey, du musst den jagen. Oh, schnapp dir Freddy und mach ihn alle. Ja, super, auf dem Motorrad, das kann ja was werden, ey. Ich kenne diese Mission noch, Freunde, ich kenne sie noch. Ey, ich bin die damals, ey, ja, damals habe ich sie nicht geschafft. Ich habe dafür so lange gebraucht. Oh Gott, wie soll das denn jetzt bei mir werden? Eieiei, das kann da was werden. Ich weiß noch, ey, schöne Grüße an meine alten Klassenkameraden Puya und René, Alter. Ohne Spaß, die sind da auch nicht weitergekommen. Wir sind ja damals verzweifelt an dieser Mission. Weil es ist ja so schwer, die Karre zu lenken, Mann. Oh, yo. Scheiße, Alter, wie schwer das ist, einfach die Karre zu lenken. Egal, wir müssen, glaube ich, erstmal nur verfolgen. So eine dicke Verfolgungsjagd heute hier. Und der knallt gegen die Laterne, Alter. Ja, geil, Alter, was macht der denn da? Jetzt kommt der scheiß Taxifahrer. Mal Platz hier auf Rille. Scheiß, wo ist der Oglock, Alter? Wir haben die Mission immer früher Oglock genannt und nie Oh. Ach du Scheiße, das ist so schwer zu lenken, Freunde. Ihr glaubt es mir nicht. Das ist erstens verzögert und zweitens ist das hier, keine Ahnung, Alter. Da ist der doch, da hinten. Komm, hier hoch und jetzt. Ach du Scheiße, ist das schnell. Guck mal, die Grafik verwischt schon. Merkt ihr das? Das ist nicht an meinen Render-Settings. Das ist einfach, weil er so scheiße ist. Scheiße, ey. Egal, es macht Bock hier, diese Verfolgungsjagd. Oh, wir haben keine Schüsse mehr. Egal, der eine muss ihn kriegen. Krieg ihn, komm. Baller ihn ab. Der OG Lock muss ihn abballern. Die Polizei, die guckt einfach nur zu. Das ist die... Super. Scheiße, das war gar nicht gut. Aufs Motorrad, yalla, yalla. Komm rauf, Digga. Komm noch schneller, bitte. Komm schneller. Vielleicht ist er weg, Mann. Da steht der Mission fehlgeschlagen. Bitte nicht, das hatte ich damals so oft gehabt. Bitte nicht, Mann. Ich glaube, der ist ausgestiegen, oder? Wo ist der? Catch me if you can. Der wartet sogar. Was ist das denn für eine Missgeburt? Alter, diese Mission, ne, die war damals so schwer. Komm, baller ihn doch ab, Mann, der ist doch direkt vor dir. Alter, der fährt da wie ein Profi, Alter, das ist doch... Ja, das war's. Jo, alles klar, scheiße, das war's. Fuck, Freunde, müssen das nochmal neu machen, ey. Diese scheiß Verfolgungsjagd, alles war umsonst. Alles verdammte Scheiße war umsonst. Schnapp dir Freddy und mach ihn alle. Ja, Mission fehlgeschlagen. Nein, alles von neu. Nein. Ey, Freunde, ich würde sagen, das machen wir einfach beim nächsten Mal in Ruhe. Und ich gehe jetzt einfach mal zu Ryder, weil jetzt haben wir schon gleich 12 Uhr. Ich warte noch die 2 Minuten, bis ich auch da bin. Dann machen wir erstmal die Mission bei Ryder. Und beim nächsten Mal zeige ich euch die Stelle hier ab der Verfolgungsjagd. Oder das wäre, glaube ich, besser. Da haben wir ein bisschen mehr Abwechslung drin. Weil den Pisser kriege ich sowieso nicht. Der war mir zu schnell gewesen. Alles klar, machen wir noch eine Mission bei Ryder. Bis gleich. Was will der denn, Alter? Auf einmal, ey, was ist denn mit dem los? Ey, kurz vor der Mission bringt der mich um, das ist doch wohl ein Witz, oder? Auf einmal machen die Bellas hier die Groove Street unsicher. Was geht denn hier ab, Mann? Jungs, kommt mal raus, ballert die ab. Ey, ne, jetzt haben wir noch eine Minute Zeit, zu Ryder zu kommen. Eine Minute, ey, wir sind heute, ey, die wollen uns doch verarschen heute. Ey, wir haben jetzt 23.11 Uhr, das geht nur bis 0 Uhr, Alter, fuck. Das ist ein Rennen mit der Zeit jetzt, das schaffe ich doch niemals, ey, in einer Minute. Ich brauche schnell ein Auto, Freunde. Scheiße, Mann, scheiße. Halt doch an, du Pisser. Egal, schuld ist die Polizei da raus. Chill mal eure Eier. Wohin, CJ, wohin? Pack dir das Bullenauto schnell. Du hast nur eine Minute Zeit. Yalla. Fuck, Alter, noch 30 Sekunden, ne. Wie soll ich das denn packen, Alter, Mann. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, heute ist alles gegen uns. Das fasse ich einfach nicht.
Jetzt kann ich die Mission wieder nicht machen, weil wir schon 0 Uhr haben. Ey, was ist das für ein Kack? Seit wann braucht man denn bestimmte Zeiten für eine Mission, ey? Das ist doch wohl echt ein Witz. Ich versuch's nochmal, Freunde. Wenn's klappen sollte, sehen wir uns gleich. Wenn nicht, mache ich jetzt die Mission bei Sweet einfach. Ey, Mann, guck mal die Zeit, ey. Ey, was für ein Pech wir haben, ey. Ich finde das aber irgendwie lustig, Mann. Das ist so ein Pech, worüber man sich freuen kann. Das ist einfach lustig. Guck mal, 3 Sekunden, 2, 1. Hätte ich mich mal ein bisschen beeilt, Alter. Ey, wenn da jetzt steht, komm zwischen 12 und 0 Uhr wieder, dann fick ich dieses Spiel, Alter. Ich fick... Oh, 12 und 20 Uhr, okay. Okay, ich nehme alles zurück. Scheiße, wir haben es nicht geschafft. Egal, dann machen wir jetzt die Mission einfach hier bei Sweet. Und dann war es auch für heute. So, ey, Junge, haben wir ein Pech. Egal, Sweets Missionen sind auch chillig. So, gehen wir hier drauf und gucken, was wir haben. Sweeties Girl. Sweets Girl. So. Sweet! Smoke! Ryder! Wo seid ihr? Shit. Wo all the homies at? Wo sind die? Ganzes Haus ist leer geräumt. Wir müssen den Puff. Damn. Fuck it. Fuck it. Scheiß drauf. Hä, hey, wo sind die denn alle, Alter? Wir gehen da auf einmal. Telefon klingelt. Jetzt holt er erstmal wieder den Taschenrechner raus. Hey. Carl, no time to chit-chat. Been seeing a Seville family beer. Work out on the street and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood and we need a ride out of here. Ach du Scheiße. Oh, for sure, man. Hang in there. Drop our image and get heated. Okay, wir sollen uns eine Waffe besorgen, Alter. Oha. Bam, 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 bam. Das sieht so lustig aus, wenn er die abkannt. Der braucht unbedingt Hilfe, der Smoke, Alter. Das ist unser Bruder. Fahr zu Sweet, bevor die Seville Bulls ihn erledigen. Ach du Scheiße, der ist sogar mit Leben. Ja, dann besorgt mir erstmal ein Auto. Ach du Scheiße. Geh zu Emmett, wenn du eine Knarre brauchst. Haben wir eine Knarre? Wir haben keine Knarre. Müssen erstmal noch eine Knarre besorgen. Ach du Scheiße. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Wisst ihr was? Echte Gangster fahren Fahrrad, Alter. Hier, komm her. Mit dem BMX. Zieh doch durch. Schneller. Warum fährt der denn so langsam, der CJ? Ja, jetzt gibt er mal ein bisschen Gummi hier mit dem Fahrrad. Wir müssen uns erstmal eine Knarre besorgen hier. Bei dem Emmett, genau der eine Vogel, der immer so in der letzten Folge meinte, ey, ich bin Gangster, Bruder, hol Waffen bei mir, wenn du brauchst. Ja, wo bist du? Wo ist denn dein Scheißladen, Alter, dein Saftladen? Oh, jetzt knallst du gegen die Polizei und dann das wär's ja noch, ne? Das wär's ja noch. Ey, wo ist denn der Scheiß-Eingang? Ich flippe hier gleich aus, ne? Wo ist denn der verdammte Eingang? Ey, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Sweet ist gleich tot. Ach du Scheiße, das ist ja auch noch mit Zeit. Oh Gott, der ist auch noch da oben, der Eingang. Ich fass es nicht. Der macht da so Bauarbeiter. Wo ist der Scheiß-Eingang von diesem Shop, ey? Das gibt's doch nicht. Wir sind heute vom Pech verfolgt, ey. Junge, Junge. Ey, wo bin ich hier? Sag mir bitte, wo ich hier... Da ist doch der Emmett. Da ist eine Waffe. Da. Da liegt sie optimal. Jetzt schnell zu Sweet, Alter. Sein ganzes Leben ist gleich weg. Yalla, CJ. Yalla, yalla. Komm, komm, komm. Alter, spring doch. Boah, ich brauche eine Knarre. Knarre. Ey, ey. Gib mal dein Fahrrad, Junge. Echte Gangster fahren Fahrrad. Jetzt müssen wir durchziehen. Der hat kaum noch Leben, Freunde. Kaum noch Leben. Schnell, schnell, schnell. Schuhmacher, unterwegs. Gib ihm Gas, Alter. Bam, 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 bam. Jetzt haben wir noch einen Stern, super. Das kann ja was werden. Okay, so. Die Civil War, was war? Wir haben die Wohnung. Oh, da wird schon direkt auf uns geballert. Schieß. Oha, wir haben ja noch eine Waffe. Wie zielt er denn? Ey. Ah, so schießt man, genau. Okay, ich hab das... Hä, ich dachte, das sind Gangmitglieder von uns. Wir haben noch grüne Sachen an. Das ist doch der eine, der aussieht wie Tupac. Oha. Ey. Alter. Unser Leben. Telefon klingelt. Unser Leben. Wir sind fast tot. Dann geh doch dran an dein Telefon. That's my brother. Get a car, we'll meet you out front. Okay, schnapp den Wagen und treffen uns vorne. Besorgt dir einen Viertürer. Wir brauchen einen Viertürer. Am besten nehmen wir doch... Ist das ein Viertürer? Ja, müsste, oder? Ja, das sind Zweitürer. Ja, leck mich doch am Arsch. Wetten ist auch... Okay, Wetten... Ja, zum Glück haben wir hier einen Viertürer. Aber guck mal, unser Leben, Alter. Wir sind fast gestorben, ey. Sultan. Aber jetzt den Sultan geschnappt. So, komm her, Baby. Also heute hatten wir nicht gerade Glück, aber das war dieses lustige Pech, Alter. Ohne Spaß. Ich reg mich auch nicht drüber auf, sondern ich fand's... Hallo! Es geht denn da ab? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Fahr zurück zu deinem Viertel. Jetzt müssen wir durchziehen. Jalla, verpisst euch. Oh Gott, ich bin nicht der beste Fahrer hier in San Andreas, weil es ist einfach so schwer hier. Wow, wow, wow. Es ist nicht so einfach wie bei GTA 5 oder 4. Dein Schwanz hat uns mal wieder Ärger eingebrockt. Junge, Junge, das war früher echtes Gangsterleben, ohne Witz. Ja, super, Alter. Ey, wenn ich jetzt gleich sterbe, ne, ich flipp aus. Hätten wir ja wirklich alle Missionen abgekackt, aber hier ist unser Viertel zum Glück, wir sind gleich da. Optimal. Weiter. Ja, schnell, schnell durch die Lücke. Perfekt, Alter, wir sind da, Mann, wir haben es geschafft. Ah, das war zum Glück nicht so schwer. Eieieiei. I'll see you inside, baby. Wir sehen uns drin, Baby. Das ist locker eine Transe. Pass auf, Bruder, der hat einen Schwanz. Hey, I got unfinished business. Big love.
Ich hab noch was zu erledigen, Big Love, ja. Ja, Freunde, Pisser ist die gerade ordentlich am Flachlegen. Alter, stattdessen hat er gesagt, ey Bruder, komm mal rein, lass mal einen Dreier machen oder so. Nein, der sperrt uns einfach aus. Was bist du für ein Bruder? Ohne Spaß, ich hätte ihn gefragt. Ey, Digga, lass mich mal da rein. Ja, Freunde, heute haben wir leider nur eine Mission komplett vollständig beendet. Aber ich sag euch einfach so, beim nächsten Mal werden wir hier bei Ryder vor der Tür stehen und dann werde ich die Mission nochmal anfangen. Aber ich zeige euch nur die Stelle, wo wir mit diesem Freddy den Typen da jagen, diesen OG, diesen anderen, genau. Keine Ahnung, den er da jagen wollte. Weil jetzt das nochmal zu machen, wird zu lange dauern. Ja, dann würde ich sagen, war's an dieser Stelle hier mit dem letzten Video aus dem Jahre 2015 auf viel Gaming TV. Wie gesagt, nochmal großes Dankeschön für dieses krasse Jahr hier auf dem Kanal. Hat sich einfach alles so bombastisch geil entwickelt. Ihr seid die besten Freunde, macht's gut. Lasst einen Daumen nach oben, da würde mich wieder sehr über 10.000 Likes freuen für das letzte Video in diesem Jahr. Morgen geht's dann hoffentlich weiter mit dem nächsten Video, wenn ich nicht zu Rille bin. Euch allen guten Rutsch, frohes Neues, euer Öni ist raus. Haut rein und ciao.